Da ist ein bisschen heller, könnte das sein, oder? Warte mal. Oh, das ist zu hell, oder? Wie gehe ich nicht? Kriege ich es jetzt wieder dunkler? Shit. Kriegen wir das jetzt wieder dunkler? Das ist zu hell. Da. So. 10% reicht. Das reicht. Oh, der schon wieder. Hallo und bis später, Julian. Ein kurzer Wurftest. Ewig keine Zwerge zum Nachmittag gemacht. Dachte, bevor er nachher Matze wieder arbeiten muss, machen wir das schnell mal. Kleiner Technik-Check. René, grüß euch. Corinna, Julian, schau erstmal Mama Merkel zu. Habe ich die Rede verpasst? Oh, weia. Ungünstiges Timing. Aber ist eh nur Wurf. Ist nichts, was jetzt für euch spannend ist. Ich muss aber Tagesquests machen und dann dachte ich, wenn ich die eh mache, kann ich es auch anmachen. Wir machen auch nur bis 18 Uhr so erstmal und dann abends ich denke mal Final Fantasy weiter. Also FIFA-Server sind mir einfach noch zu unsicher, um da über Pro-Clubs nachzudenken oder so. Da bin ich erstmal froh, wenn wir morgen die Follower-Games hinkriegen. Nicht wahr, René? Hat ja schon Bedenken geäußert, zu Recht. Wie geht's so? Jo. Oh, René, ganz gut. Heute war recht gechillt. Relativ gut ausgeschlafen. Bisschen gebastelt, bisschen gearbeitet. Jetzt dachte manchmal 2 Stunden Päuschen. Und wir müssen nämlich hier 4 Tagesquests im Tierer Gardesund abschließen. Gibt nämlich eine 445 Ausrüstungskiste. Und die machen wir halt einfach schnell. Hallöchen. Oh, wow, das sollte ich demnächst auch mal wieder anfangen. André, ja, solltest du spätestens zu Shadowlands, wann auch immer es kommen mag. Einige spielen ja schon Alpha. Tom leider noch nicht. Aber hätte ich mal eh keine Zeit zu. Und Ertan, hi, moin, grüß dich. Bin gerade am Animal Crossing. Ja, wollte ich nachher auch nochmal reinschieben. Ui, schon. Ertan hat gleich 30 Bits raus. Freut sich, Tom online. Ja, wir machen jetzt aber nur bis 18 so etwa. 18, 18.30 ein bisschen rum. Questen und Quatschen. Ihr kennt es noch von Facebook, Zwerge am Nachmittag. Und abends dann, ja, mal gucken. Ich glaube, am ehesten Final Fantasy ein bisschen weiter. Oder Animal Crossing, ach, ich weiß noch nicht, wir gucken. Du bist wieder im Wald mit Töchterlein. Gönn dir. Ja, Bewegung ist ja schon nicht schlecht. Bewegung und frische Luft. Aber es war heute auch schon wieder recht frisch, wa? Und Ertan, danke nochmal für 30 Bits. So, wir müssen loslegen, sonst schaffen wir mit 3 Charakteren, 4 Quests, naja, 12 Quests, ist ja einfach nur hinfliegen, umhauen. Aber ein 445 Ausrüstungsding nehmen wir immer gerne mal mit. Wo ist denn die hier? Was müssen wir machen? Carla Schmunzel. Hin und um, hin und weg. Der Sound ist zu hören, ist zu laut, oder? Was ist das? 25? Weiß ich gerade nicht. So. Proclubs, moin Tom. Klare Entscheidung, war Wolle. Grüß dich. Ja, ja, jetzt ist wie gesagt nur Zwerge am Nachmittag, Quickie. Abends gucken wir mal. Egal, was du nachher streamst, wir sind eh immer da und freuen uns. Ach, Corinna, oh, Blut vergessen. Aber hast du mal WoW gespielt, Andrea? Ist ja cool. Ja, jetzt ist halt nicht mehr viel zu tun. Eigentlich mache ich es nur, um nicht ganz rauszukommen aus dem Thema, aber... Also Shadowlands freue ich mich schon. Erwartungshaltung ist hoch. Auch mal gucken. So, wir fliegen. Yippie. Kann man mal schön mal quatschen. Das stimmt wohl. Spielst du Pala? Jo, Main ist Pala. Pala und Priester. Und einen Schurken habe ich jetzt noch. Der ist aber eigentlich eher der Farmbot für Kräuter und Erze. Aber Pala ist schon Main seit 2005, ja.
Weil eigentlich bin ich so die Heilsuse und fand ich beim Pala war ja meistens ziemlich gut als Heiler. Und naja, jetzt seitdem man die Rollen switchen kann, natürlich perfekt, ne? Tanken, prügeln, heilen. Alles geht. Ah, Judine wollte noch zu dir kommen und dir alle Früchte geben, die du bei dir noch nicht hast, damit du alles an Obst und Früchten. Echt? Gibt's noch so viel, die ich nicht habe? Ah, cool. Müssen wir mal ein Date ausmachen? Ich habe über die Jahre viele Dinge gesammelt. Findet ihr die identischen? Spielt ja leider nur bis Level 32. Ups. Und super lange her, aber wollte so oder so mal wieder reinschauen. PC steht halt im Trainingsraum und der wird gerade neu gemacht. Ah, okay. Weil Wolf ist zwar immer noch Comic-Grafik, aber ist schon jetzt teilweise ziemlich hardwarehungrig. Also nicht unterschätzen. Mein Main ist Jäger, aber kann nicht spielen, weil kein PC. Leute, warum habt ihr alle keinen PC? Menno. Ah, ich spiele sowieso alle Horde. Kennt euch doch, ihr seid alle cool und alle coolen spielen Horde. Lieber Heilsuse als Heulsuse. Mal sehen, genau. Endlich gehen die Server. Echt? Na, mal sehen, wie lange. Ah, Robert hat vorhin geschrieben, es geht ihm einen Ticken besser, aber Entscheidung fällt er morgen Abend. Sagt uns dann Bescheid. Also, er kriegt es kurzfristig hin mit der Organisation. Und, aber ich habe halt gesagt, er soll eben auch, soll ihm halt echt gut gehen, er soll halt auch Spaß dabei haben und nicht sich da quälen. Also wir reden dann morgen Abend, ist Donnerstag. Er meint, die Organisation kriegt er noch bis Freitag hin, wenn es ihm gut geht und dann, wenn nicht, schieben wir es halt eine Woche, müssen wir gucken. Mein Mann ist Jäger, also lieber endlich gehen. Servus Tom, gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Marvin, nicht im Auto? Achso, vielleicht sitzt du auch in der Bahn, dann ist gut. Ah, einen guten Heimweg. Nein, Mensch, Jäger. Oh, Wolle, klingt nach Allianz. Corinna, danke für 10 Sterne. Und André, dir ebenso. Hab dich jetzt am Laptop laufen. Okay. Hat jetzt welchen Vorteil? Ah, du siehst mich in größer. Julian. So, ich muss aber was schaffen. Ich kann jetzt hier, ich muss nebenbei die Quest machen. Ach, Gedächtnisspiel auch noch. Das geht jetzt ja gar nicht mit euch da im Nacken. Ah, Memory. So, Robo-Pirat. Robo-Pirat, lila Mütze. Robo-Pirat, lila Mütze. Robo-Pirat, lila Mütze. Ah, Diablo. Huch. Was war denn das jetzt? Mütze. Ins Bild weg. Mütze haben wir. Robo-Pirat, lila Diablo. Oh, haben wir da oben. So mache ich das nämlich immer. Für ältere Menschen ist Gedächtnistraining immer sehr wichtig. Ah, weiße Kugelzähne. Also Kugelzähne. Kugelzähne, Schildkröte. Kugelzähne, Schildkröte. Diablo ist da. Diablo ist da. Ich kann jetzt nicht auf den Chat gucken, weil sonst vergesse ich alles. Schildkröte war da. Nein! Fail. Dann war sie hier. Oh, jetzt gehen aber auch langsam die Server hier bei Wurf. Fühlt sich auch komisch an. So, Pirat ist da oben. Boom. Ja, wenn das nächste Mal streamst, machst du ja zum Schluss bestimmt eh wieder auf für Freunde und dann kommt sie bei dir auch rüber und pflanzt sie gleich ein. Ja, cool. Bist Beifahrer. Ja, seit 10 Jahren bin ich auf Forscherliga. Forscherliga war doch mal ein RP-Server, oder? Ich glaube ja. Aber RP gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? So, weiße Kugel. Kick mal. Wolle, hätte ich ja nicht gedacht. Ist ja cool. Na, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja zu Shadowlands wieder eine Gilde an den Start. Eine Stream-Gilde. Mal gucken. Haben wir ja bei Classic verzweifelt versucht, ist aber ein bisschen schief gegangen. Boah, das leckt aber heftig irgendwie. So richtig sauber kommen mir die Server hier auch nicht vor.
Marvin, danke für 10 Bits. Du bist nur Beifahrer. Nee, ich komme ja nicht hinterher. Ich bin schon wieder. Ach, eine Tagesquest. Halbe Stunde lesen. So, da waren wir. Seit 10 Jahren Vorstellung. Mein Controller bekomme ich nächste Woche, wurde schon benachrichtigt. Ach, den Hertha-Controller. Eine Woche, naja, es geht ja. Julian, danke für 10 Bits. Doch, den Hertha-Controller bestellt. Ja, hat er, André. Für 200 Decken. Hertha meint, er gönnt sich. Marvin, danke auch für 10 Bits. Cool, ich sehe nur schwarz. Warum? Warum jetzt echt? Matze? Wieso siehst denn du schwarz? So wie Wolle neulich? Wolle, du siehst aber. Wieso sind wir nur dich und den Rest schwarz? Also nee, jetzt alle? Ah, geht also nicht nur mir, so da muss ich transen. Jetzt geht's wieder. Es hat gekracht, PK nicht verfügbar. Nur ist auch erst 20 möglich. Ja, da war eben kurz, irgendwie war was mega leck und das Bild war kurz weg. Das stimmt. Also jetzt geht's wieder, ne? Immer wenn ich Wolf sehe, kriege ich Saulust, selbst zu spielen. Es geht mir öfter so, dass Leute zugucken. Ich denke mal, oh Gott, da wird wahrscheinlich keiner Wolf spielen. Dann kommen immer alle um die Ecke und sagen, oh, ich habe auch noch und ich habe damals und ich hätte auch wieder Lust. Neulich haben sogar welche geschrieben, oh, deinetwegen spiele ich jetzt wieder. Shit. Aber momentan lohnt sich es eigentlich eher wen, ja, weil wirklich, naja, der Content ist zu Ende im Großen und Ganzen. Es gibt mit Shadowlands ein Level Screech auf 50. Ja, von 120 geht es runter auf 50 und dann, also da würde sich ein Einstieg sicherlich lohnen. War ja klar, den Namen Pink. Ey, das ist Klassenfarbe. Ach so, Corinna. Hab das gefunden. Dennis, danke für den Host. Jetzt wieder da, jetzt alles wieder nochmal. Ja, war irgendwie ein komischer Aussetzer hier. Dennis, da ist er ja. Tag, grüß dich, wie geht's? Und danke nochmal für den Host. Ja, Zwerge am Nachmittag machen wir mal kurz. Habe ich lange nicht mehr gemacht. War auf Facebook immer regelmäßig eigentlich. Oder mehr oder weniger regelmäßig. Es gibt aber eine 445er Ausrüstungstruhe. Die wollen wir mal mitnehmen. Und dann machen wir mal so ein Nachmittagsquesten und Quatschen. Zwerge am Nachmittag Quickie. Um die Leute schon mal darauf aufmerksam zu machen. Ey, Tom kann nicht nur FIFA. Bereitet euch seelisch drauf vor. Ab Shadowlands gibt es auch wieder ab und zu mal Woff. Aber Woff wird dann wahrscheinlich eben immer eher so nachmittags. Nein, und nicht abends. Zum einen, weil, weiß ich nicht, ich glaube, so viele Woff-Leute haben wir hier nicht. Und zum zweiten ist ja Woff immer auch Realtime-Tageszeit. Heißt, wenn man abends, nachts streamt, ist es halt hier in der Welt immer duster. Sieht dann halt, naja, nicht ganz so hübsch aus. Und so, wir müssen Balken voll machen. Ist halt immer eine nervige Sache. Wenn hier wenig andere sind, so mit draufhauen. Oh, völlig verzögert die Server. Ich glaube, die haben auch mit Corona-Beschränkungen zu kämpfen. Oh, bis er aufsammelt. Oh, oh, heftig. War, glaube ich, keine so gute Idee. Achso, und wir müssen ja immer hier raufklicken, auf das dumme Herz. Naja, ich meine, ich hätte sowieso super viel nachzuholen, also kein Thema. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob du dann, also wenn du so lange Pause gemacht hast, ich glaube, dann wirst du so ein bisschen erschlagen von den vielen neuen Sachen, sagst dann, oh shit, nee, ich bin wieder raus. Deswegen weiß ich nicht, dann würde ich lieber noch ein halbes Jahr jetzt warten. Und mit Shadowlands wieder einsteigen. Aber ihr seid ja junge Dinger, ihr könnt sowas ja easy wegstecken. Ah. Guck mal, wie das leckt beim Aufsammeln. Das ist ja schon nicht gut. Was haben wir denn hier für eine Latenz? 21 Millisekunden geht eigentlich, oder? 90 FPS ist natürlich... Naja. Wenn ich wieder einen PC oder Laptop habe, spiele ich auch wieder auf. Okay, ist ja witzig. Also mir wurde früher immer gesagt, als für einen Streamer WoW und FIFA ist irgendwie eine coole Kombination. Ich weiß nicht genau, aber habe mir da auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil das halt die Spiele sind, die ich halt ewig schon spiele. Und auch halt in der Regel gerne. Ich glaube, dann hat man auch, wenn man selber Spaß hat, ist immer am besten. Und
30%. Ja, wir müssen halt diese Viecher umkloppen, diese Azerit-Viecher. Da müssen wir anschließend mit dem Herz von Azeroth die Azerit-Energie aufsammeln und den rechten Balken auf 100% bringen. Eine der etwas nervigeren Weltquests, aber die Auswahl ist hier leider nicht so groß heute im Tyranngardesud. Und daher müssen wir die leider machen. Sogar eine Tasche ist mit dem Controller dabei. Naja, bei 200 € soll es auch sein. Echt? Aber auch mit Logo hoffentlich und allem Schnulli. Na, ich freue mich aufs Foto. Ich tu mir freuen auf Foto. Bin auch erstmal weg. Bis abends. René, mach gut. Viel Spaß im Wald. Viel Spaß mit Töchterlein. Ich habe noch nie einen WoW-Stream von dir gesehen. Ist echt mal cool. Corinna? Noch nie? Echt? Naja, zum Schluss war es nicht mehr so oft. Das stimmt. Auf Facebook habe ich eigentlich sogar auch damit angefangen irgendwann. Aber dann ist halt FIFA überrollt immer alles. Und naja, ganz am Anfang war es auch noch witziger. Da haben wir sogar noch, habe ich sogar noch die Raids gestreamt mit der Gilde. Das war dann schon auch vom Content her ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt ist eigentlich ja nichts mehr zu machen. Leider ist unsere Gilde halt auch schon recht betagt. Die gibt es tatsächlich auch schon seit 2005, also seit Release. Confidence mit, weiß gar nicht, 437 Charakteren. Oh, The Snake ist sogar online. Snakey! Mit einem seiner Millionen Twinks. Also zwei Leute sind online von 437 Charakteren. Da sind halt auch viele Twinks, aber trotzdem. War schon immer. Wir hatten sogar Real-Life-Gildentreffen gab's, so einmal im Jahr und so eine Aktion. Naja, aber 2,5 ist natürlich, ja, 15 Jahre her. In der Zeit sind doch viele von den Jungs und Mädels Eltern geworden, Häuschen, Beruf, naja, was alles so ansteht in dem Alter. Viele haben echt nicht mehr die Zeit. Und ja gut, dann hat natürlich auch WoW teilweise ziemliche Durststrecken gehabt. Einige Addons waren jetzt eher für den Poppes. Insofern, Ertan checkt halbstündig seine Watchtime. Sei nicht so aufgeregt, Ertan. Alles wird gut. Hast du jetzt sogar schon ein VIP-Abzeichen? Guck mal. Hat er noch gar nicht gesehen. Weil noch einmal, ihr habt so schön gechattet, wir haben ja euch nochmal 10 dazu bekommen. Und momentan sind ja fast alle VIPs. Können wir noch ein bisschen rumballern damit. Aber irgendwann werden sie dann ausgehen. Oh, der Lag ist jetzt echt nicht schön. Naja, zu besten Zeiten hatten wir sogar zwei Raid-Gruppen. Und da war richtig mit Progress Raiden und so. Das war dann aber auch schon heftig. Also Progress. Amateur-Progress. Aber da haben wir schon, glaube ich, zweimal die Woche geradet. Das war dann schon immer nicht so ohne. Und zum Schluss war es eigentlich mehr nur so ein Fun-Raid. Da haben wir irgendwann noch so eine Revival-Aktion gemacht. Die alten Leute alle zusammengeklopft. Mit Mühe und Not und dann mit guten Freunden aus anderen Gilden haben wir dann immer so 10 Mann zusammenbekommen. Aber ist dann leider auch irgendwann wieder eingeschlafen. Aber ich denke mal zu Shadowlands, meistens wenn ein neues Addon kommt, dann gibt es nochmal so einen Ruck und dann kommen so irgendwie doch ein paar Leute aus den Löchern. Bin mal gespannt. Wäre natürlich schön, wieder ein bisschen Content raiden können. Ist eine stinknormale schwarze Controllertasche. Naja, besser als nichts, wa? Alter, wie lange der braucht zum Aufsammeln, geht ja gar nicht. Naja. Daniel hat gestern ja richtig ins Glück gegriffen. Slots 1000, 13.500 Coins gewonnen, Tommies gewonnen. Oh, stimmt, Wölbeabzeichen, cool. Haha. Kannst du mal sehen. Ja. Und noch ein paar.
Manuel, Eiko. Na, alles die Veteranen auch von Facebook, die als Erste hier aufkreuzen und uns hier unterstützen, kriegen natürlich das VIP, solange wir noch welche haben. Ja, und was ist jetzt mit Merkel? Ist verschoben, oder was, Irene? Habe ich eben nur halb mitbekommen. Oh, sie küsst lang. Weil alle zu leckt, ist jetzt echt nicht schön. Corinna spielt auch WoW, oder wie? Oder nee, freust dich einfach nur über einen WoW-Stream? Nee, ne? Das passt ja gar nicht. Shooter, Animal Crossing und WoW. Ich habe heute übrigens versucht, da mal von diesem komischen neuen Beta-Shooter da irgendwie, aber werde ich wahrscheinlich kein Glück haben. Wie heißt es? Valorant oder was da alles streamen und gucken. Aber ich habe meine Konten verknüpft. Mit Riot Games und Twitch mit Riot Games verknüpft und da muss man irgendwie 2 Stunden zugucken. Aber mal gucken. Ich kriege mal noch einen Beta-Key. Mann, leckt es. Conny! Extra für Conny mal wieder die Zwerge ausgepackt. Es gibt eine 445er Rüstungstruhe. Muss Tom mal alle Twinks schnell drüber jagen. Also bis 3. Mai sind die Schulen geschlossen. Ja, bis 3. Mai ist verlängert. Dank dir für 75 Bits für Zwerge am Nachmittag. Conny, wie geht's dir? Juhu. Ja, ich habe gedacht, Mensch, musste mal. Ich mach mal so bis 6, halb 7 ein bisschen die Tagesquests machen. Dann dachte ich, kannst du auch den Stream anschmeißen. Wenn sie meckern, haben sie umsonst. Gibt ja noch abends was Anständiges. Nein, WoW ist ja auch nicht unanständig, aber ist momentan eben halt relativ langweilig. Weil einfach wenig zu tun ist. Oh, Quest ist fertig. Also, wo ist denn die 4. Ein bisschen einfachere wäre schön. Muck töten. Na, da oben. Die liegen aber auch total weit auseinander. Heute echt ein bisschen blöd. Ja, Conny, weil bei WoW ist immer abends, nachts doof, weil es dann immer so duster ist in der Welt hier. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Nein. Und auch noch nie jemanden spielen sehen. Wie war Luise Finis? Nein. Oh. Echt, Corinna. Miss Merciless, huhu, grüß dich. Ich habe eine Woche zugeschaut für Zugang und das Spiel ist ziemlich tryhard. CSGO. Ah, Timo ist da. Grüß dich erstmal. Hast auch nichts bekommen, wa? Naja. Ich dachte CSGO. Ich dachte, das sieht zwar so ein bisschen knuffiger nach Overwatch aus, aber wird dann wohl nicht so meins sein, ne? Dann brauche ich nicht traurig sein, wenn ich keine Mail bekomme. Mir soweit gut. Eben Wurstsalat gemacht, Kartoffeln geschnibbelt für Brat. Oh, Bratkartoffeln. Conny. Ich habe Berichte über. Machen halt immer so viel Arbeit, aber schmecken nur selbst gemacht wirklich gut. Wo ist das Viech? Hier war noch eine Höhle. Ist doch nicht. Ach, da ist er doch. Mack ist gar nicht in der Höhle. Mack ist da. Oh, WoW leckt auch voll, Timo. Und Conny ist richtig übel. Keine Ahnung. So verzögert. Nicht schön. Im dritten Krieg hätte ich jemanden wie euch an meiner Seite gebrauchen können. Mal wie die. Bis die aufsammeln. Oh, richtig krass. Naja. Ich bin gut versorgt mit Spielen aktuell. Ja, doch, hast Zugang bekommen. Okay. Homie, danke für den Host. Hi, muss wieder los. Host ist drin. Dank dir, Benjamin. Danke fürs Reingucken. Ach so, hast Zugang. Hast schon mal, das ist ja gerade anhört wie Luis, du findest ja nein. Oh, ja, das fiel mir auch gerade ein. Ich verdüdel das immer die Reihenfolge bei ihm. Ja, aber das Corinna noch nie. Hätte ich jetzt gedacht, dass er schon mal WoW gedaddelt hat. So, wir können abgeben gehen. 4 von 4 haben wir. Ist halt tagsüber einfach schöner. Als unterm dunklen Sternenhimmel.
Ja, nein. Oh, doch. Ich spiele seit 20 Jahren on-off, daher passt mir das schon, aber für dich glaube ich nicht, dass es passt. Nee, okay. Na, dann brauche ich ja nicht traurig sein. Ach, Counter-Strike. Nee, das war schon immer. Wenn es so ähnlich ist, dann ist es wohl eher nichts für mich. Nee. Fire in the Hole. Ganz, ganz früher, so war ich es auch mal in den Anfängen. Aber naja, da habe ich dann halt auch schnell meine Meister gefunden. Tom sind etwas die gemütlicheren Sachen wohl doch besser geeignet. So, lass mal was Vernünftiges drin sein. Schmuckstück oder Ring gibt es ja leider nicht. Wahrscheinlich gibt es wieder nur. Oh, Handgelenk. Handgelenk mit Verderbnis. 2% Verbesserung. Aber 35 Verderbnis. Herz von Azeroth auf Stufe 78. Noch 2 Stufen to go. 80 ist Max-Stufe für die Kette. Aber wer es nicht weiß, wir haben wieder ähnlich wie in den vorherigen Spielen eine Sonder-Equip. Oh, könnt ihr nicht sehen, ist die Kamera drüber. Na egal. Na, nicht egal eigentlich. Aber die es wieder hochzulöffeln gibt. Bei mir ging es heute Mittag. Bin jetzt mit Charmy 120. Ey, Gratz Level up. Gestern 117. Ist noch Boost, ne? Ich müsste mal. Ist natürlich doof, da habe ich wieder vergessen. Mal gucken. Mit Stream Elements geht es eigentlich alles ein bisschen gechillter. Wir gehen mal auf Overlay. Ich muss die halt demnächst mal speichern für die verschiedenen Spiele, weil einfach die Kamera immer woanders sein muss. Und wir müssen eigentlich jetzt nur den Kamerarahmen. Wo ist er? Kamerarahmen, da ist er. Er ist lockt, den ziehen wir jetzt mal einfach runter. Plupp. So, dann machen wir ihn wieder feste. Dann gehen wir mal auf Speichern. Ach so, oh, hier haben sie auch das Overlay geändert. Saved. So ist saved. Dann müssen wir nur noch hier den Tom nach runterziehen. Kamera ist locked. Guck mal, like a pro. Da, 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 da. Ja, weil jetzt könnt ihr das nämlich hier umsehen. Herz von Azeroth ist nämlich diese legendäre Halskette, die jeder hat. Ging schon Stufe 489. Und du kannst sie halt mit diesen epischen und legendären Dingern dann noch hochleveln. Die geht dann irgendwann. Kannst du halt hier hochleveln wie früher die Waffen und so Sachen und oder wie den Umhang damals. Immerhin Level 78, also hätte sie gerne noch auf Level 80. Ich glaube, da gibt es noch einen Erfolg. Und ja, viel mehr mache ich hier auch nicht, weil ohne, wenn du nicht raidest, brauchst du da ja auch nicht so viel Energie verwasten. Nein, habe ich tatsächlich noch nie, obwohl im WoW eigentlich niemand herumkommt. Naja, niemand würde ich nicht sagen, aber also gerade die holde Weiblichkeit ist doch immer bei WoW sehr gerne vertreten. Bevorzugt mit heilenden Elfen und so. Tom, bring Corinna nicht auf dumme Gedanken. Na, ich lasse ihr Bedenkzeit. Vielleicht kriegen wir irgendwie so eine Levelgemeinschaft hin zu Shadowlands. Wäre doch lustig. Mit der Classic-Gilde hat es ja nicht ganz so geklappt. Aber ja gut, da war auch der Hype einfach zu groß. Und dann haben viele gemerkt, oh nee, ist ja doch irgendwie nicht mehr so wie früher. Briefkasten. Ist bestimmt nur die Flasche des Monats. Alter, wie das leckt. Nee, das macht keinen Spaß. Ohne Lead-Arzt kommt zurück von Sparmarkt. Nee, das haben wir vergessen abzuholen. Sparmarkt ist der Lagerfuzzi. Steven! Gönn 50 Bits, mein Lieber. Gehen die Server wieder? Die Jungs waren ja sehr, sehr unruhig und auch sehr reizbar. Ohne FIFA-Server.
Hoffen wir mal, dass alles wieder geht. Dass wir morgen auch wieder Supporter Games machen können. Wie gesagt, nochmal jetzt für alle, Robert sagt morgen Bescheid, wie es ihm definitiv geht. Also morgen Abend werden wir entscheiden, ob wir das Turnier eine Woche schieben oder ob es stattfinden wird. Ihr werdet rechtzeitig informiert. Und ja, gucken wir morgen. Doch ein Wurf kommt mir eigentlich gut rum. Nie gespielt und nur hier geguckt. Ah, Matze. Ich hatte immer den Eindruck, dass Wurf so gut wie jeder gespielt hat. War einmal mit Wurf angefangen, kommt eigentlich nicht mehr davon los. Da bringen auch so Alternativen nichts. Runes of Magic, stimmt, das habe ich auch mal eine Weile gedaddelt. Wer es nie gespielt hat, vermisst es auch nicht. Runes of Magic war cool. Ja, aber es war halt auch, ne? Das war zwar kostenlos, aber. Naja, da bin ich aber nie so reingekommen. Also nie so von der Gemeinschaft her. Warte mal. Okay. Next one. Paladin haben wir durch. Jetzt müsste Priesterchen schnell noch ran. Also ich habe jetzt nur drei eigentlich auf Max-Level. Und. Was hat der hier eigentlich für einen Mount? Alter. Krass. So. Guck mal, Conny, hier ist übrigens. Ach nee, das ist Oscar. Das war für euch extra der Hordencharakter, aber das ist ja nicht der. Wir sind ja hier. Guck mal, für euch auf Blackhand habe ich extra. Da bin ich mit Conny sogar in der Gilde bei. Für drei Priester. Süß, ne? Aber ich habe noch den 110 Level Boost, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, schnell, du Morok. Zack, wieder zurück. Und Priester als nächsten. Priester haben wir, Schurken haben wir. Dann habe ich gemacht, wegen der Rüstung musstest du manuell einen Dunkeleisenzwerg leveln, damit du für alle Charaktere diese Rüstung freigeschaltet kriegst. Durftest keinen Levelboost benutzen. Und ja, coole Sache. Charmy ist noch 115, Conny, siehst du? Ihrer ist 120. Wie lange geht denn der XP-Boost noch? Muss ich gleich gucken. Dann haben wir noch einen verwaisten Krieger, einen Langweilen-Todesritter, einen Jäger, einen Magier und einen Hexer und unseren Bankcharakter. Wer jetzt gut aufgepasst hat, dem ist was aufgefallen. So, ich muss los für eine Stunde. Vielleicht schaffe ich es nicht, noch reinzukommen. Bin aber heute Abend auf jeden Fall bei Atan. Rinjahauen, danke fürs Zugucken. Daniel ist da, grüß dich. Hallo, wie geht's euch? Gut. Sehr gut, bestens. Und Miss Merciless war auch da. Daniel, hast du verpasst? Oder vielleicht ist sie noch da? Ich weiß nicht. Und Steven, 50 Bits hatten wir. Da muss ich auf deinem Server noch einen Ali erstellen. Ja, komm nach Dunmorrow. Guck mal, ist auch viel Platz. Okay, kochen ist Sieg für mich. Server gehen wieder. Nee, leider gehen sie noch nicht wieder. Oh, was denn nun? Einer sagt so, einer so. Mal sehen, ob du was abkriegst vom Essen. Oh. So, da waren wir bei Erta. Nur wenn du WoW zocken darfst. Wenn du bei Horde nicht glücklich bist, lohnt sich der Boost nicht. Dann lieber Jans. Bis 20. April. Nur noch 5 Tage. Sind alle Zwerge bis auf den Hornkar. Conny hat Ruth aufgefasst. Aber du wusstest das ja auch. Du wusstest das ja auch. Ja, wir machen jetzt noch fix die 4 Tagesquest mit dem Priester und mit dem Schurken. Ihr könnt die schöne Aussicht im Tirangarde-Sudtal bestaunen. Weil es wirklich jetzt nicht schön. Die Maus hat es dir auch geholt, Conny, ne? Glaube ja. Oh. 1,5 Sekunden Delay ist schon heftig. So, wir fliegen. Hilft ja nichts. Die hast du auch, ne? Glaube ich, hatten wir mal geschrieben da auf der Facebook-Seite. Kann mich erinnern. Also, als erstes schnell zu Muck da oben hin. Ja, wenn die Server richtig flutschen, dann weiß ich nicht, könnte man ja auch mal wieder eine Runde pro Club spielen, aber wenn nicht immer ein Auf und Ab ist, ist ja auch nervig. Marvin hat 10 Stunden und 40 Minuten. Wenn ihr später erstmal draufklicken könnt und wenn da steht, Marvin ist schon im 17. Monat OP Ultra,
und folgt dem Stream seit. Naja, so, wo ist er, Mack? Muck, Madpuck, Muck. Muck. Keiner will Muck hauen. Oh, nee, ist nicht schön. Spielt sich schwierig. Kommen die Affen alle her? Im dritten Krieg hätte ich jemanden wie euch an meiner Seite gebrauchen können. Exzellente Arbeit. Oh. Nee, ist echt eklig zum Spielen. Ach, ihr habt dann Wettrennen laufen? Ja, Corinna ist ja ein Kunststück. Wenn Marvin muss immer vor dir ins Bett gehen. Liegst du schon 2 Stunden vorne. Es gibt keine Beute. Okay, Quest 1. So, was haben wir hier? Nee, da muss man Fotos machen, das ist anstrengend. Ah, das ist anstrengend, das ist doof. Es gibt echt nur richtig blöde Quests. Dem Sammler sprechen und die umhauen. Also wir müssen echt die Azerit-Quest machen, das ist dann halt wirklich nervig. Dann noch Carla Schmunzel umklatschen und wieder die Memory-Quest beim Sammler Koyo. Naja, ich gucke mir heute Abend mal die Server an, so gegen 8, und dann können wir mal schauen, was die Jungs so treiben, die Pro-Clubs-Jungs. Oder ob wir Final Fantasy weitermachen. Das sieht echt aus, als wenn er ein Abgasproblem hat, hier das Schweinchen. Guck mal, pff. Ist immer beim Schattenpriester immer schade, man sieht gar nichts von den Klamotten, so, weil der halt immer so in Schatten rumrennen muss. Ach, die Azerit-Quest. Jetzt sind hier noch Mitbewerber, das ist halt auch noch dumm. Weil killen nützt ja nichts, man muss ja dann dieses blöde Herz betätigen. Oder kann es jeder, der mit drauf geschossen hat? Vermutlich nicht, ne? Wir testen es einfach mal. Na toll. 0%. Boah. Bis er aufsammelt. Ne, jetzt haben wir 9%. Gibt er gar nicht klar. Das ist nicht schön. Oh, bevor der den Cast raushaut, fallen die Viecher schon um. Das geht ja nicht, klar. Geht ja gar nicht. Da spielt Wollen den Menschenjäger. Das an. Guck mal, wie der aufsammelt, Corinna. Geht gar nicht. Conny.
Ah, bis dann. Conny, so bin ich erstmal auf, hab mit mir heute Haribo Cholera. Ach, Quatsch, echt. Und Joghurt Gums und wer das echte oder so ähnlich. Und Chips. Eieieiei. So viel gesunde Sachen. Ja, wer das echte ist gar nicht so schlecht. Wobei ich hatte eine Zeit lang dieses Popcorn von wer das echte, aber das ist, glaube ich, echt ein kleiner Zuckerbomber. Aber schmeckt richtig geil. Wenn du da einmal reingrapscht, ist schwierig aufzuhören. Hab mich dann für wer das echte Lutschbonbons, also die Klassiker, entschieden, zuzüglich Mikrowellenpopcorn. Was selbst in der Süßvariante nur, glaube, 1 oder 2% Zucker hat. Ganz ungewöhnlich. Huch. Das Handy nicht aus. So. Oder kann hier echt jeder das Azerit nehmen? 19, 24, scheinbar. Okay, dann ist ja nicht unfair. Naja, hält erstmal ein Vierteljahr. Ach so. Ach so. Bei mir klingt das so nach einer Wochenration. Vierteljahr glaube ich jetzt aber auch nicht. Ja, stimmt, gibt es auch mit Brezeln. Ja, stimmt. Die habe ich aber allerdings noch nie gekostet. Schmecken die auch? Wusste ich immer nicht so. Klang immer so nach Münchner Oktoberfest. Aber das Popcorn mit, wer das echte, ist schon heftig lecker. Okay, ich habe auch noch einiges. Meine Mama hat wieder ein Fresspaket zu Ostern geschickt. Ja, aber Ostern ist auch immer heftig. Außerdem fiel mir ein, dass ich ganz vergessen habe, mein Osterdeko rauszupacken. Weil irgendwie ist dies ja alles anders. Meine schönen Stoffhasen, die werden völlig pisst sein, weil sie jetzt schon eh nur 3 Tage mal haben jedes Jahr. Und jetzt haben wir es einfach mal vergessen. War mir schon peinlich. Hattet ihr schon mal Stofftieren gegenüber ein schlechtes Gewissen? Nee, oder? Ich schon gestern. Ja, weil die liegen halt schon das ganze Jahr im Schrank und haben im Gegensatz zu den Weihnachtsbärchen und Teddys halt nicht 4 Wochen Adventszeit, sondern haben einfach echt nur 3 Tage. Da freuen die sich das ganze Jahr drauf und ich vergesse es einfach. Also es war mir schon unangenehm. Ich habe seitdem mich nicht getraut, in den Schrank zu gucken. Geht so super süß halt. Ja, mega süß. Aber hat irgendwas ist da drin, dass man immer wieder reingreifen muss. Das ist gefährlich. Ohne Liste. Heiko. Namen Tom. Und mit VIP-Abzeichen, Heiko. Was sagst du dazu? Endlich Opi Ultra, hat er geschrieben in der Gruppe. Und dann dachte ich, komm, gönn ihm noch. Gönn ihm noch ein VIP-Abzeichen. Noch haben wir eine Handvoll. Festpakete sind auch nicht schlecht. Doch ein Vierteljahr, Tom, außer das Kind ist da dann natürlich nicht. Naja, du hast ja nur beschrieben, welche Sorten. Du hast ja nicht geschrieben, wie viele Pakete jeweils davon. Insofern kann es natürlich sein. Die armen Stoffe, mir tun sie schon leid. Siehst du, Corinna kann das nachvollziehen. Also ich fand das, fühlte mich wirklich schlecht. Weil die sehen halt auch total niedlich aus. Das ist so ein riesen flauschiges Osterküken. Also so. Und der Hase ist so der Große. Und ich meine, Alter, ein Jahr warten. Ist schon scheiße. Naja. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist bei Pringles genauso. Die haben jetzt den Knacks weg. Ich kann die ja irgendwie. Nee, also, weil Ostern, wenn Ostern vorbei ist, ist auch blöd irgendwie. Weihnachten bin ich immer echt extrem. Extrem Christmasing. Weil da ist dann schon spätestens zum ersten Advent steht alles voll. 2 Umzugskisten und 2 Riesentüten. Und dann ist so meistens bis Mitte Januar. Also da hast du echt ganze 6 Wochen. Da lohnt sich's halt dann auch nicht. Ach, naja.
Armen Häschen. Tom, jeweils ein Paket? Nein, echt. Ist furchtbar, ne? Es leckt ganz furchtbar. Die Server sind so ganz übel. Also am Stream liegt es nicht. Wir haben 60 FPS. CPU ist bei 3,9% Auslastung. Und WoW leckt die Hölle. Keine Ahnung. Die ganze Zeit schon. Und mal, bis der den Cast raushört. Ich habe hier 1,5 bis 2 Sekunden Delay. Aber ist ja zum Glück nur ein Quickie. Ich wollte nur die Tagesquests machen und dachte, dann kannst du auch mal schnell einschalten. Guck mal, bis der aufsammelt. Krass, oder? Dann halt noch so eine Kackquest hier. Machen wir mal den dicken mal mit, da müssen wir nicht so oft aufsammeln. Und nee, jetzt kommt hier noch so ein Viech. Ja, 6, halb 7 ist hier Ende Gelände, weil das ist. Dann haben wir die Aufgaben geschafft, hoffentlich, weil macht keinen Spaß. Wäre ein Tributstream für die Stofftiere. Ein Osterstream, wo sie da im Regal hocken, oder? Heike, müssen wir mal gucken. Stimmt. Vielleicht Küken und Häschen wenigstens mal rausholen. Stimmt, in der Adventszeit verschicke ich auch immer selbst gebackenes Heike. Oh, was ist das? Mach doch aus dem Osterhasen einen Weihnachtshasen, dann kommt er öfter raus. Nee. Mega gut, selbst gebacken ist immer gut. Backen tue ich generell gern. Echt? Ich kann gar nicht backen. Freue mich immer, wenn Mama Kekse macht. Mann, es geht hier nicht voran, ey. Die Quest ist ja wirklich ätzend. Wie lange es braucht. Ich mache nichts. Hier. Boah. Heftig. Wir haben hier. Aber ich verstehe es nicht. 22 Millisekunden Standortlatenz. 90 Frames per Second. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Ist da irgendwas in der CPU? Schau es mal an hier. Was muckt denn Wurf rum den Arbeitsspeicher? Könnt ihr das sehen? Nee. Was muss ich denn da einstellen? Bildschirmaufnahme? Nee, es geht wieder nicht. Sehr hoch. 31% GPU-Ausnutzung. 3500, 3,5 GB Arbeitsspeicher. Schluckt Wurf gerade, da ist doch was nicht in Ordnung. Sehr, sehr merkwürdig. Wenn ich online gehe, läuft alles flüssig ohne nix. Ja, das ist komisch. Ich habe eben mal Task Manager aufgerufen. 3,5 GB Arbeitsspeicher zieht Wurf hier.
glaube, ich habe ein Problem. Das ist schon komisch, ne? Herunterladevorgang abgeschlossen zu 0%. War da ein Patch? Nee, läuft aber auch nicht im Hintergrund. Conny, hilf mir. Nee, so macht das keine Freude. Habe ich schon wieder was, wo ich googeln muss, weil mir keiner helfen kann. Mal PC komplett neu gestartet, hilft bei dir immer. Naja, wäre jetzt schwierig. Dann ist alles weg. Ah, jedes Mal. Ich kill die immer und vergesse immer auf dieses blöde Herz zu klicken hier. Ja, muss ich nach dem Stream mal gucken, was das nun wieder sein kann. Prozent, 7% noch. Eigentlich müssten wir ja auch eher noch mal in den Laden gucken, ne? Der Laden müsste ja heute fertig sein auf der Insel. Da bin ich natürlich echt neugierig. Gott sei Dank, abgeschlossen. Furchtbare Quest hier bei dem Leck. So, dann müssen wir hierzu noch einmal Memory spielen. Looten. Ja, ich loote absichtlich nicht, Heiko, weil das dauert ja ewig. Da ist eh nur Plunder drin. So, und noch einmal. Dauerte hier nämlich schon so lange. Dem Anklicken. Szene Pirat. Lila. Mütze. Szene Pirat, lila Mütze. Diablo. Bitte. Eine Piratlila Diablo. Vielleicht irgendein Addon auch oder irgendwas. Aber alle up to date, habe extra vorher bei Twitch reingeguckt und die ganzen Addons aktualisiert. Naja, wäre ja auch mal ein Ding, wenn irgendwas reibungslos gehen würde. Oh, Lucky Punch. Roboter. Diablo, die war da oben. Schildkröte, Schildkröte. Nein, wo war denn die? Fail. Oh, weil es so leckt. Klickt der Tom mir falsch? Nee, also ich mache wirklich nur noch die eine Quest. Dann gucke ich lieber nochmal, ob ich es schaffe, die Switch anzuschließen. Und gucken wir mal nach dem Laden. Weil das ist jetzt wirklich, guck mal hier, wie lange diese Seite da noch stehen bleibt. Boah. Gut, aber jetzt gehen wir noch zu Carla Schmunzel, eine über
Nuschel ziehen. Schön, oder? Also Zwerge und verschneite Berge, es gibt nicht viel Schöneres. So, mal das Ding ausschalten. Mal schön transmogt auch, oder? Kann man das erkennen? Naja, schlecht beim Flug. Den Stab fand ich immer cool. Karla Schmunzel. Down ist sie. Nicht? Ohne Schattenform sieht der schon echt ganz cool transmogt aus. Wie kann ich den Strand der Tombies abrufen? Mit to Ausrufezeichen Points oder Ausrufezeichen Tombies? Das Schweinchen hat ein Schweinchen am Popo? Wie? Ein Schweinchen am Popo? Ach so, das Sparschwein. Ja, stimmt. Conny sieht alles. Da ist ein Sparschwein. Stimmt. So, Carla Schmunzel ist da. Bitte zauber einfach. Ja, danke. Eieieiei. Fünf Plätze. Das finde ich immer witzig, wie sich die zweite Zahl verändert. Da guckt ihr natürlich immer nicht hin, ihr guckt ja nur auf eure Zahl, aber heißt immer mehr Zuschauer. Oder umgekehrt, das heißt eigentlich, dass innerhalb der, guck mal, wir sind jetzt 15. Wir sind jetzt gute 2 Wochen. Testen wir hier so ein bisschen rum. Und schon im Prinzip 905 Leute, die länger als 10 Minuten zugeguckt haben müssen, weil alle 10 Minuten gibt es 5 Punkte. Vorher kriegst du keine Punkte und kommst doch nicht in die Liste. Deswegen Platz 45 von 905. Ah, so. Fertig. Ah, jetzt Ruhestein. Und dann. Kann es ja mal testen. Wir testen es einfach mal, ob wir das hinkriegen. Meistens bin ich zu blöd. Meistens muss ich dann immer Stream-Software neu starten. Aber mal gucken. Vielleicht geht's ja. So, wir holen jetzt noch Geschenk ab. Geschenk abholen. Platz 9, Conny. Von 900, stell dir vor. So, hier unten drin. Gönn mal was. Wir könnten gebrauchen. Manchmal hilft es, wenn ich vorher gucke. Ah. Wir bräuchten Gürtel, der ist gammelt echt auf 4,30. Oder Schuhe. Schmuck gibt's gar nicht. Kopf ist alles Max. Ach nee, Schultern gingen auch noch. Also Gürtel, Schuhe, Schulter. Komm, gönn mal hier, Frauke. Versorgern, Frauke. Schuhe. Yes, Sir. Na, siehst du, Dank.
Weil ihr zuguckt, kriegen wir ein Upgrade von 430 auf 445er Schuhe. Wie geil ist das denn? Gesamtrating von 446 auf 447. Speichern, Schatten, Setup. Ja, plupp. Die anderen Schuhe können wir gleich entzaubern. Pling, ein trüber Kristall. Wunderbar. So, fürs Hosten gibt es auch Tommies, oder? Jo, 50, glaube ich. Corinna, danke für 10. André, danke für 10. Ach, siehst du, ich wollte noch ein paar andere Giffys da reinbauen. Danke euch für die Bits. Dass ihr da mehr Abwechslung habt. So. Ja, dem Problem müssen wir jetzt echt mal auf den Grund gehen hier, wieso WoW so viel Arbeitsspeicher hier zieht. Kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Sehr merkwürdig. 100 ist ja eigentlich zu viel, ne? Muss mal ein bisschen mit runtergehen. So. Ich zeige euch das mal. Achso, jetzt ist es ja aus. Guck mal, jetzt ist es weg. Guck mal, hier könnt ihr es noch sehen, oder? Kann man das sehen? Ach ne, jetzt ist WoW aus. Jetzt bringt es auch nichts mehr. Jetzt habt ihr einen schwarzen Bildschirm. Jetzt gucken wir mal. Das was wird. Hoppala. Tada. Yippie, hat geklappt. Das war bei Streamlabs irgendwie auch immer schwieriger. Dann kommt ihr noch in den Genuss, dann kann man noch ein Stündchen. Ach Gott, ich muss den Titel ändern. Kann ich die Kamera unten lassen? Ich glaube ja. Ist Jolene denn da? Denn könntest du jetzt Obst bringen? Aber nur wenn es passt gerade, ist jetzt nicht so dramatical. Wir müssen den Stream-Titel ändern. Ist, glaube ich, hier immer wichtig bei Twitch. So. So. Hype, hype. Ja, habe ich doch gesagt. Endlich mal leckfrei. Das war mir echt jetzt zu lästig. Und wir gucken, ob der Laden auf hat. Bin jetzt schon gespannt. Ist ja dann doch ein Meilenstein. Uhr, stimmt. Wir haben den Laden eröffnet. Hype, hype. Das Service Center erweitert wird. Wollt ihr das neue Service Center habt, wenn ihr nur alle Taschentricks für Profis. Was ist denn das Service Center? Mehr gibt es nicht, 40 Plätze. Okay, dafür müsst ihr so weit spielen, bis das Service Center ausgebaut wird. Matze, was ist ein Service Center? Also dauert halt noch. Okay. Es ist täglich von 8 bis 22 Uhr.
Außerhalb der Öffnung könnt ihr die Verkaufskiste nutzen. Ah, eine Sache noch. Ja, um unseren Ladens Gebühren zu feiern, haben wir uns etwas ganz Tolles überlegt. Ab sofort bietet Nukes Shopping eine neue Funktion, den Katalog. Dank diesem können sich Kunden sämtliche Items, die sie jemals erworben haben, anzeigen lassen. Und lassen sich bei Bedarf schnell und einfach weitere Exemplare bestellen. Kommt einfach ein Service Center. Ah! Das ist das Service Center. Ja, ja, jetzt habe ich es gerade, hat das verraten. Aber ja, ja, ja. Natürlich. Weil für die Inselpaket, dann sind wir am Ende der Inseldurchsage angelangt. Ah, tut mir leid, aber ich musste kurz noch. Ich beginne mal mit einer Übersicht unserer Leistungen. Das wusste ich gar nicht, dass du das Zelt auch noch erweitern kannst. Also nochmal neu lesen. Das heißt dann, dafür müsst ihr so weit spielen, bis das so aussieht. Wenn das genau passiert, dann Beugen aufgehen. Wann das genau passiert. Okay, also dauert. Easy peasy. Ich wollte mal gucken. Guck mal. Die Blüten sind noch nicht nachgewachsen. Die liebe Angie gestern aus Versehen abgerupft hat. So, dann wollten wir mal gucken. Also hier hat das Gießen. Ich wollte ja wissen, ob aus immer weiß und rot gießt, ob da rosa wird. Aber der Geldbaum ist noch nicht wirklich gewachsen. Die Narzissen nicht. Okay, dann gehen wir mal zu unserem Shop gucken. Yippie! Schauen wir hier. Verkaufskiste. Da kann man wohl Sachen reintun, die man verkaufen möchte. Okay. Also das ist wie Nuke-Ersatz. Da müssen wir nicht mehr immer in das Zelt. So, hier ist eine Tafel. Top-Ankauf des Tages. Nur im Laden. Fackel. Top-Ankauf. Nur im Laden. Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele bis... Achso, ist jetzt Merkel am... Bis Ende August. Alter, Alter. Ist da nicht schon neue Saison? Oh, wie soll das bloß werden alles? Bis Ende August. Der sieht aus wie Sonic. Geisterspiele. Läden bis 800 Quadratmeter wieder offen. Schulen bleiben zu. Ah, Einmeldung kam gerade. Immer noch ärgerlich. Dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich selbst endlich zur Gamescom wollte. Gut, dass ich noch kein Hotel in Seoul gebucht habe. Ich war auch noch nie da. Ich habe immer Angst vor dem Gedränge und dem vielen Anstehen. Ah, Läden bis 800. Bis 800 wieder offen, also die kleinen Läden, auch Friseure. Das ist ja schon durchgesichert. Merkel redet immer noch nicht, dass Streit zwischen Söder und Laschet gab. Dann streiten die nicht. Laschet wollte ein bisschen zu viel, glaube ich, ne, am Anfang. Da wieder, ja, was natürlich die Hammerkatastrophe wäre, wenn sie jetzt zu viel und zu früh machen, freigeben und dann es Rückschläge gibt, dann ist natürlich ganz aus. Von der wir Kleidung beziehen können.
Ach, siehst du, diese Maltasche, das haben wir auch immer noch nicht. Hello Bello, sag mal, was ist denn hier los? 2 Tage hintereinander. Nee, es ist ja auch der Nachmittagsstream. Alles gut, André. Vorhin war noch World of Warcraft, der hat wahrscheinlich noch größeren Schreck bekommen. Ist nur ein kurzer Nachmittagsquickie. Heute Abend machen wir was Richtiges. Opi hat Hoffnung für seine Haare. Ja, genau. Kleider für alle. Nee, nee. Glaube ich noch nicht. Wir haben ja noch nicht hier einen Spieler zusammen. Er hat sich den Namen gemerkt. André, genau. Und nicht drängeln immer. Das war nicht gut schon in der letzten Saison vor der Gesundheitspause. Was immer schwierig ist, wenn Leute reinkommen und sagen, oh, lass uns das spielen und lass uns das spielen und warum spielen wir nicht das? Dann will ich es immer allen recht machen und das ist dann immer schwierig. Weil dann wird es too much. Weil wir sind ja noch im Chill-Modus. Ihr wisst ja, Tom hatte ein bisschen zu viel gemacht im Dezember, Januar. Und deswegen muss man es immer noch ruhig angehen lassen. Und ich muss halt schon so ein bisschen wieder aufpassen. Weil. Dann kommen die PlayStation Pro Clubs. Oh, spielst du Pro Clubs mit? Jetzt waren die Xbox-Leute da. Spielst du bei Xbox auch mal mit? Wäre toll. Ein bisschen Werbung machen für Xbox. Kommt André. Oh, komm, Last Division 2. Dann kommt der liebe Pia, sagt, wann spielen wir endlich Call of Duty? Und dann kommen die jungen Follower Games. Dann kommt Turnier. Nee, verstehst du, ne? Aber ich hab's im Hinterkopf. Also ich mag das Spiel ja gerne. Aber ich dachte, vielleicht warten wir noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir MK noch dazu oder so. Wäre lustig, wenn wir zu dritt losziehen können. Weil ich halt momentan noch ein bisschen im Slow-Modus fahre. Ich wollte gerade sagen, machst du eh schon wieder zu viel. Ja, aber siehst ja, das ist halt schon wieder. Ich versuch's dann immer so ein bisschen. Leute, denkt dran. Weil ich werde dann schon wieder einstellen. Wann ist heute Abend? Was gibt's heute Abend? Was ist morgen? Nicht? Im Moment sind wir schon fast wieder jeden Tag online. Das ist ja schon. Macht halt auch Spaß, aber wir müssen mal gucken. Die Gesundheit. Danke für 100 Bits. Ja, also ist nicht persönlich, André, aber ich muss eben einfach gucken, dass es nicht too much wird. Und dann so verzetteln ist halt auch schwierig. Deswegen musste ich den Xbox-Jungs, habe ich auch, dem habe ich das auch erklärt, dem Biva, sage ich, nee, ich kann nicht jetzt wieder auch noch auf Xbox einen Pro-Club-Spieler hochleveln mit euch und auf PlayStation gerne, wenn die Zeit dazu passt und so, aber schwierig. Übrigens gab es da ja auch irgendwie Stunk. Xbox-Team, die 3 Vielspieler sind leider wohl gegangen, wie ich es so mitbekommen habe, ja. Ja, ich meine, wir haben viel versucht, wir haben Werbung gemacht. Ich meine, kann ja nicht dafür, wenn es so wenig Xbox Pro Club Spieler gibt hier bei uns. Aber da war wohl auch noch irgendwie was anderes. Keine Ahnung. Also Xbox läuft jetzt auf Sparflamme. Alles gut, kein Druck. Nee. Aber ich habe es wirklich im Hinterkopf. Aber ich muss so hier den einen oder anderen immer ein bisschen bremsen, dran erinnern. Und ist da nie böse gemeint, aber es ist einfach noch so, das war immer wieder, ich mich auch dran erinnern muss, nicht zu viel auf einmal, sonst plupp. Ach, und Post gucken. Und an Meilenautomaten gehen. Dank dir auf jeden Fall für 100 Bits. So war es jetzt auch nicht gemeint. Alles gut. Kirschblütengrüße. Nook Shopping Sofahose. Ach, die hatten wir doch gekauft, die pinkfarbene Sofahose. Komm. Gib mir eine rosa, eine Jogginghose, Hartz IV und der Tag gehört dir. Oder wie ging das?
Ich habe gerade gelesen, den Spruch, da gab es tatsächlich auf Twitch irgendwo Hartz IV TV. So, vor wo sie kommen, mal sehen. Kann man tragen, oder? Pink. Aber bitte rechtfertige dich nicht, das hast du nicht nötig. Böses Opi. Nein, der Stream hieß wirklich so. Dachte ich, finde ich schon krass. Also, kann man die pinkfarbene Hose tragen, Matze? Nee, rechtfertige nicht. Ich erkläre das halt immer nur gerne. Hab das Erd dann auch geschrieben. Er hatte auch schon immer, oh, wann ist heute Abend und was ist morgen und so. Und manche wissen es ja nicht, dass wir so eine Pause hatten. Dann erkläre ich es halt immer lieber gerne nochmal. Ist ja ein bisschen zu schrill, oder? Nee, den sehe ich nicht mehr. Der wird mir nicht mehr angezeigt. Nee, das hieß direkt Hartz IV TV. Aber wie der Kanal hieß, habe ich nicht. War irgendwo unten auf kleinere Communities, wurde mir empfohlen. Ich habe aber nicht reingeschaltet, weil auch keine Zeit. Nee, ist ein bisschen zu pink, oder? Meine Mädels gefällt das bestimmt. Wollen wir den. Da war doch, da hinten ist der Goldbaum. Das machen wir mal gleich, sonst vergesse ich es wieder. Und zwar 10.000 abfüllen. Dann Sprungstange nehmen. Rüberhüppen. Loch buddeln. Und jetzt mal mit links. Hier kommen. Immer als Profi. Links. Juhu. Das ist voll von Mario geklaut, dieses. Wuhu. Sowas würde ich direkt bloggen, aber mit der Hose kam Tom nur auf Thomas Manzana. Ja, stimmt, Cindy. Ich hätte mich auch echt dicker gemacht, ja, aber du kannst die hier nicht dicker machen, die Püppchen. Kannte sowieso ein bisschen lusch von den Einstellungen her. Aber, so, warte mal, das ist der, nee, hier ist der 10.000er. Den wollen wir jetzt vergraben. Zack, okay. Coole Hose. Dachte ich, passt zu deiner Farbe im Chat. Oder wie der Stadtteil da heißt. Nee, völlig richtig, Marzahn. Cindy aus Marzahn. Oh. Ich vergesse einfach immer dieses Kreuz zu nehmen. Wie hatte Orson gestern gesagt, so schleicht man sich an, ne? Sie hat gesagt, er ist länger als du denkst. Kommt doch gleich was von Matze. Sandlaufkäfer haben wir, glaube ich, nämlich nicht. Dann kann ich jetzt nachgucken in meinem in der Faunapedi. Doch, da ist er schon. Na, okay. So. Bisschen Unkraut sammeln. Kohlweißling. Ich gebe mir auch nicht richtig Mühe hier. Den haben wir aber auch schon. Und das mit der Länge habe ich mal über... Das wusste ich doch, da hast du bestimmt schon... Da oben die Rosen wachsen nach. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Also da muss man scheinbar irgendwas anderes machen. Weiß das jemand von euch? Außer meinte doch gestern, wenn ich jetzt, guck mal da, Rot und Gelb nebeneinander stelle und die gieße, wachsen dazwischen Orangen? Nee, da muss ich bestimmt noch irgendwas machen, außer die nur zu gießen, oder? Flaschenpost. Spielwagen. Was für ein Spielwagen? Ein Spielwagen? Spielzeug? Tritt näher ran, Opi. Ja, ist kürzer als du denkst. Ich weiß. Außerdem hat gesagt, der ist länger als du denkst. Mal testen jetzt mal. Nee, nee, das ist eigentlich... Also es geht eigentlich bis zum Schatten der Mütze, aber dann habe ich ja nicht immer die Sonne im Nacken. Irgendwie ist gar kein Erz mehr hier auf dieser Insel. Das
schwört hier vor Kohl-Weißlingen. Doch, da ist ein Erz. Was ich jetzt wirklich mit dem Laden anfangen kann, ist mir noch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Immer mache ich das so. Mach's doch so. Wuhu! It's me, Mario! Wuhu! Voll geklaut, oder? Aber ist ja Nintendo. Insofern passt's ja. Ey, da kommen wieder nur Münzen. Oh nee. Was geht hier? Also. 4 Münzen und 2 Sterni-Säckchen. Ah, 1000. Da ist noch Unkraut hinterm Baum, jede Menge. Das war ja aber schnell. Guck mal. 5-mal und 2-mal Erz. 5-mal Stein, 2-mal Erz war jetzt nicht schlecht. Beim nächsten geht safe mittendrin die Schippe kaputt. Naja, man muss halt immer wieder einen Schritt ranlaufen. Dadurch verlierst du bestimmt. 1-mal, aber 7. Ja gut, 8 war Maximum, ne? Also 7 geht dann schon. Wenn man logisch denkt, Opi, würde ich die Blüten mal pflücken? Ach so. Ah, Matze, du bist so schlau. Also du meinst, ich... erst die Blüten pflücken und dann wässern? Okay, gehen wir nochmal hin. Steht ja auch in den Chat-Regeln. Moderatoren haben immer recht. Insofern. Gucken wir mal hier. Die Kreuzung. Ach, da steht's ja. Ich habe heute auch gesehen bei einem Stream, dass man Blumen kreuzen kann. Die sollen sich umfärben. Stimmt. So also ein bisschen da stutzt, da habe ich ja immerhin. Die Kreuzung funktioniert in einem 5x5 Raster. Aber jede Blume oder jeder Raum für eine Blume ein Quadrat. Nach dem Pflanzen muss man die Blumen wachsen lassen und jeden Tag gießen. Hat man dies ein paar Tage erfolgt, kann man auf den leer gelassenen Plätzen die Hybridblumen erkennen. Über diese Ausnahme könnt ihr sie mit Hilfe der Schaufel auskommen und eine andere schauen. Hä? Ausreichender Abstand zwischen den Pflanzen. Da solltet ihr einen Teil der Insel alleine zum Kreuzen von Blumen nutzen und dort... Stehen die Blumen zu nah beieinander, lassen sie sich nicht kreuzen, dann gehen keine Ableger. Jede Blume hat bei einem kostigen Häuser eine Reihe von Hybridblumen. Also nochmal. Funktioniert in einem 5x5 Raster, wobei jede Blume oder jeder leere Raum für eine Blume ein Quadrat in diesem Raster einnimmt. Also zählen jetzt, das ist ja immer so ein Dreierpack hier. Das zählt dann nur als ein Raster, oder? Also, pff. Dann stehen die also zu dicht. Huch. Wäre der Abstand. Mal hier wächst ja auch was. Da habe ich, glaube ich, nur gerupft, ne? Schon später nochmal rein. Marvin, danke und lässt noch 5 Bits da. Bis später. Mario, Eisertop. Was? Auch die Pakete aus Berlin von meiner Mama, Onkel, Tante, Onkel. Wie viele Pakete kriegst du denn? Denke, bei dir wird dann eher der Postbote streiken. Also hier sind ihre Berlin-Pakete, lieber Herr Mario. Und die haben es letzte Woche Montag geschickt. Krass, also ich habe safe Donnerstag, grün Donnerstag heißt es, ne? Extra noch zur Post geradelt vor Ostern. Das ist ja komisch.
Weiß ich gar nicht, ob da bei der Post auch irgendwas Corona-technisch nicht so funktioniert. Vielleicht haben die auch irgendwie Kurzarbeit. Aber ich habe es trotzdem noch nicht verstanden. Dann hoffen wir einfach weiter mal. Tut mir leid, aber da ist dann höhere Gewalt. Muss nochmal scrollen, was Matze da geschrieben hat. Anschleichen ist ein OP Speedrun. Und das mit der Länge. Das habe ich jetzt erst gelesen. Speedrun. Nach dem Pflanzen muss man die Blumen wachsen lassen. Also die sind jetzt aber ausgewachsen. Und jeden Tag gießen hat man dies ein paar Tage lang befolgt. Kann man auf den leer gelassenen Plätzen Hybridblumen. 5x5 Raster. Also Orange mag ich ja eigentlich gar nicht so als Farbe. Dann stehen doch die hier auch sicherlich zu dicht. 5x5. Mal 5 wäre noch 25 Felder. Also wir versuchen mal, ob wir rosafarbene Rosen hinbekommen. Also verstehe ich das richtig? Ich muss dann dazwischen eine Lücke lassen. Ist einfach zu komplex für mich. Ey, du Lümmel, kannst du die mal da... Ups. Kannst du die mal... Aber... Stimmt, der hat die ja immer dahin gepflanzt, wo man drauf stand, auf das Feld, ne? So, stimmt. Also, 5x5. 25. Dann gieße ich jetzt einfach ein paar Tage. Keine Gewalt ist auch keine Lösung. Wie? Mit dem Postboten? Der Chris, ein Kumpel von mir, arbeitet bei der Post. Der sagt auch gesagt, dass bis zu 2 Wochen im Moment dauern kann. Krass. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Rot und Rot ergibt wohl eine schwarze Rose. Rot und Weiß wird pink. Oh, pink. Aber Matze, meinst du jetzt, das wäre so... Ich gieße jetzt hier dumm rum und in der Mitte kommen Ableger. Also in die Mitte müsste ich freilassen, oder? Oh, da muss ich jetzt hier auch die Blätter abzupfen. Ich bin jetzt echt noch ein bisschen lost, wie meistens. Aber gelb finde ich jetzt, was nicht gelb mag ich nicht. Weiß und weiß wird lila. Okay, auch nicht schlecht. Aber... Keine Ahnung, ich kopiere nur, verstehen musst du es. Naja, ich bin jetzt unsicher, ob ich die Blüten von den alten hier abrupfen müsste. Dann sollen hier einfach durchs Gießen in der Mitte neue wachsen? Also ich weiß nicht. So.
Naja, können wir uns ja morgen machen. So hat es aber die Kitty heute auch erklärt. Okay, na dann gucken wir mal, ob hier was wächst, die Tage. Das wäre ja cool. Kitty hast du auch geguckt, die meinte ich ja gestern, die gucke ich auch ab und zu. Die hat eine krasse Insel, ne? So. Keine Ahnung, ob wir da jemals hinkommen. Eigentlich will ich ja... Oh. Lieber noch nach Erz gucken. Geldbaum. Warte mal. Cool Weißling nur, ne? Nee, warte mal. Der sieht doch anders aus. Eine weiße Baumnymphe, siehst du? Weiße Baumnymphe? Gucken wir Faunapedia. Auch nichts Neues. Haben wir schon. Anglermeister? Okay. Spielwagen. Ach, so ein Teil. Naja. Okay. Kitty hat schon 250 Spielstunden. Alter Falter. Weil so lange ist es jetzt auch noch nicht draußen, ne? 3-4 Wochen nicht mal. Oh nö, es war unter Wasser. Chantal, Animal Crossing. Ach, Schmerler, mal auf. Ob heute ein Pinken? Nein. Auf deiner eigenen Insel? Ja, weil das ist momentan so. Oh, der sieht aber auch komisch aus da. Müssen wir gleich mal rüberhüpfen. Also so einen ähnlichen haben wir auf jeden Fall, aber der kommt mir irgendwie... Meine eigenen, da kam dann nochmal einer. Nein, nicht mal Riva, er hat eine Switch auf Lager. Echt heftig, ja? Echt heftig, nein. Wo ist denn der jetzt hin? Ey. Wo ist denn dieser grüne Schmetterling hin? Ha, da. Kolibrifalter, doch, oder? Doch, haben wir schon. Sonst wäre da ein roter Punkt, ne? Brauche ich gar nicht zu öffnen, da ist er schon, naja. Ach Menno, ich will auch einen pinkfarbenen Schmetterling. Rot und Rot kann Dunkelrot ergeben, aber auch rosa. Okay. Marienkäfer. Oh, nein. Und dann habe ich gelesen, was hatte Kitty gesagt mit diesen Rüben. Ich weiß ja noch gar nicht, wie man an die Rüben kommt. Wenn du die Rüben dann hast, die lassen die ja dann immer liegen, bis der Rübenpreis so schön hoch ist. Und... Dann
Die haben aber nur eine, glaube ich, eine Haltbarkeit von mindestens einer, höchstens einer Woche oder 6 Tagen oder so. Aber man sollte auch durchaus ein paar Rüben bewusst vergammeln, verschimmeln lassen, weil dann kommen Ameisen und noch irgendwas. Ameisen und noch irgendein Viehzeug. Du kannst sogar blaue Rosen züchten. Conny, woher weißt du denn das alles? Du spielst es doch gar nicht. Ach, hier hat sie mir das Unkraut hingelegt. Das brauche ich dann irgendwann, hat auch Angie gesagt. Das ist ja nett. Tja. Die muss ich aber jetzt nicht mehr gießen, oder doch? Bin ich halt immer noch überfragt. Jedenfalls müssen wir verkaufen gehen. In unserem neuen Shop. Wächst halt alles relativ langsam. Aber wir sind halt ein Hardcore-Animal Crossing-Stream. Wir spielen ohne Spulen. Mit den Rüben kenne ich mich auch noch nicht aus. Nee, auch kein Plan. Ich habe nur gesehen, wie sie Millionen von Rüben da hatte. Heftig. Ich sehe es kommen. Dank Opi habe ich bald überall Animal Crossing Farming. Dank Google. So, achso, das Setup schon wieder. Das Einzige, was ich in der Herstellung von Ködern. Ach, die Köder kommen wieder. Teppichmuscheln am Strand. Dass sie aus Leinlöchern was Wasser. Oh, eine Tüte. Matze, ich komme gar nicht zum Lesen. Ist immer was zu. Und wir haben. Doch, wir müssen erst verkaufen. Wir haben nämlich keinen. Kein Slot frei, wie immer. Seht ihr kleine Wasserfontänen? Nehmt eure Schaufel. Ach, das habe ich schon öfter gesehen. Die erste Muschel. Schaufel. Ja, so eine kleine Fontäne. Da dachte ich immer, das wären so eine Wattwürmer, die da rumprusten. Teppichmuschel. Also, dann machen wir die Taschen leer und gehen danach auf Taschen. Nee, wie heißen die? Teppichmuscheljagd. Verkaufen, ja, klar. Also. Schwalbenschwanz hatten wir auch schon, ne? Ja, bestimmt. Ach, guck mal, jetzt zeigt er den Preis schon vorher an. Habe ich doch gestern noch gesagt, dass das doof ist. Warte mal. Also wenn man es anklickt, ja, das ist ja cool, warum das der Nock nicht macht. Jetzt kann man von allem sich den Einzelpreis anzeigen lassen im Laden. Das ist natürlich perfekt. So, wieder da, hab einen Lüfter für meine PlayStation ausgepackt und funktioniert nicht mal. Super Sache, geh. Einen Lüfter für die PlayStation. Rüben kannst du sonntags kaufen, dann kommt wohl ein Rübenhändler früh morgens. In der Natur wächst das doch auch langsam. Hat sie nicht alles auf einmal. Ich bin noch bei den Teppichmuscheln. Rüben kommen viel später. Weil das Problem ist eben, du kannst sie maximal 6 Tage lagern, wenn du zu teuer kaufst. Dann wartest auf einen besseren Preis. Aber man kann auch also auf andere Inseln fliegen und deren Rübenhändler. Deswegen fragen die ja irgendwie immer in den Foren, ey, wie ist bei euch der Rübenpreis und so. Aber... Oh. Der hat eine Quest, der will was von mir. Guter. Jo, Gänseblümchen, hatte ich schon was über Emotionen erzählt? Oh, jetzt krieg ich Emotions, wenn du nicht weißt, wohin mit dir Freude und ein knallharter Gefühlsausbruch. Lass alles raus, jetzt musst du ungeniert ZR drücken. Zack, jeder weiß, wie du dich fühlst. Pff, mir egal, so. Oh, kann ich sagen, ich hab's dir gesagt. Ja, toll. Und ich hab's mir nicht gemerkt. Überfordert da auf volle Lotte. Und André, wie so ein PlayStation-Lüfter? Ist deine auch so laut? ZR, komm zu Feiertag, kriegst du von dir ganz besonderen Emote. 3, 2, 1. Blumenregen. Ah, das hat gestern Awesome auch immer gehabt. Ich kann jetzt Emotionen nutzen. Damit kann ich meine Gefühle ausdrücken. Yippie. So, ZR. Ach, so easy geht das. Das war doch kein Winken.
Na, ich weiß nicht. So, was ist das? Unglaube? Entzücken? Naja, ist vielleicht ein bisschen falsch übersetzt aus dem Japanischen, oder? Okay. Naja, immerhin haben wir das jetzt. PK von Merkel geht los. Okay. Die Teppichmuschel musst du allerdings ausgraben. Du kennst daran, dass an manchen Stellen Sand und Wasser in die Luft spritzt. Genau. Dann bewaffnen wir uns gleich mal mit der Schippe. Und ich habe sowas schon gesehen. Da zum Beispiel. Zack. Da ist er. Wuhu. Ob die zu meinem Sofa passt. Wenn man als Köder verwendet. Oh, das ist ein Grasshopper. Die Idee für eine neue Wasseranleitung. Flip. Moment. Erst Flip fangen. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Flip, warte. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Wuhu, eine Nasenschrecke? Oder haben wir die doch schon? Nein, jetzt ist der Kescher schon wieder kaputt. War der nicht gestern erst kaputt? Ah, ist doch nicht neu. Aber Bauer, Bastelanleitung gucken. Neu. Teppichmuschel, Köder. Okay, kann man herstellen. Matze wird stolz auf uns sein. Ja, wo man die PlayStation draufstellt, so mit Licht und so weiter, weil die manchmal echt super heiß wird, aber muss ich zurückschicken. Oh je, so wie oben geschrieben, aber dafür Muscheln braucht Geduld, das wird nichts. Ich hab die Muscheln schon, guck mal. War jetzt ein Köder. Aber mir ist noch nicht ganz klar. Was war denn jetzt kaputt gegangen? Der Kescher. Oh, brauchen vier Äste. Und schon wieder ein Eisenerz. Meiner Meinung nach war der gestern erst kaputt. Also, wollte ich jetzt Bäume schütteln. Lieber Bäume schütteln als Ladebalken, um ins Haus zu gehen. Köder streust ins Wasser. Ja, an der Stelle, wo dann kein Viech ist und dann kommt irgendwas Cooles oder streue ich den? Weil ich brauche, wenn ich einen Fisch da sehe, brauche ich ja nicht hinstreuen, oder? Dann fange ich ihn ja so oder so manchmal. So, Kescher ist immer wichtig. Mal gucken, Angel war aber noch am Start, oder? Achso, und jetzt müssen wir vielleicht dann uns erstmal ins Wasser stellen. Testen jetzt hier mal Matzes Köder. Also Köder, Futter verstreuen. Blub, blub. Oh, schnell. Angel. Wenn du die zu dicht vor die Nase wirst, dann sind die echt zu dumm. Ich bin mega gespannt. Ein Hasel. Das haben wir schon 100.000 Mal gehabt. Ich dachte, jetzt kommt da der thailändische Tigerstör oder so. Mit drei Schwänzen und riesen langen, weiß ich, Fühlern. Probierst du aus, dein Spielerlebnis. Aber Fische anlocken, welche sind, ist sinnbefreit. Ja, habt ihr alles richtig gemacht. Aber wahrscheinlich
wird sich lediglich die Chance erhöhen, was Seltenes zu bekommen. Weil die Viecher sind ja jetzt wirklich nicht so schwer hier, diese Köder-Uschis da. Warte mal. Und wie Tom das kann, sehe das nämlich. Aufgefallen ist mir das schon immer, aber dank Matze weiß ich jetzt auch, was sich dahinter versteckt. Die stapeln sich wahrscheinlich wieder nicht, oder? Nee, das ist halt nervig, dass sich so viele Dinge nicht stapeln lassen. Außerdem fängst du nicht überall jeden Fisch, musst schon gucken, wo die wochen, ob im Seefluss mehr, ach, wo die wohnen. Ah, ja, 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 ja. Wahrscheinlich auch noch mit Jahreszeiten und so. Oh, da ist das Vieh von gestern. Den haben wir ein paar Mal nicht bekommen, glaube ich. Stinkwanze? Siehst du? Ach, er sagt dann immer Oho, glaube ich, wenn es neu ist. Kann es sein? Siehst du? Stinkwanze ist neu. Cool. Sehr nice. Dann gehen wir mal zu Eugen. Machen wir heute eh noch nicht. Soll er mal gucken. Fossilien haben wir auch noch, ne? Also, Stinkwanze. An Eugen. Uppi hat den Oho-Code entschlüsselt. Ah, ihr wusstet, das hab nicht gespoilert. Okay. Backseat Gaming steht extra im Titel. Ach nee, heute nicht, oder? Stimmt. Ah, es ist also die ganze Zeit gewusst. Zwei sogar. Warum man die nun nicht gleich annimmt, ist schon ein bisschen doof. T-Rex Schwanz. Kopf hat man neulich schon. Gleich mehrere Stücke. Da wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl, jawohl. Welche Freude, eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Wie hat er jetzt alles genommen? Okay. Er freut sich. Immer müde. Immer. André permanent. Ich weiß auch nicht. Wetterumschwung plus Zeitumstellung. Dauert bei mir immer ein bisschen. Wenn der Tag so warm ist, dann wieder kühl, ist immer nicht gut. Und halt diese nervige Sommerzeit, also braucht echt immer so 2-3 Wochen. Na sag mal. Yippie. So, was wollten wir jetzt machen? Teppichmuscheln wollte ich eigentlich einlagern. Hasel brauchen wir nicht. Ach, die Schrecke hat er dann auch schon gehabt. Oh, die bringt ja kaum Kohle. Ja, was machen wir sonst noch in dem Laden? Jetzt ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Irgendwas habe ich doch noch
bestimmt übersehen mal wieder. Herzlich willkommen. Ah. Unser heutiges Sortiment. Medizin, Triumphtulpe. Rotanemone. Bernsteinrose. Unschuldsrose ist die weiße, ne? Weißanemone. Adelbaumsetzling. Ideen für Bastler. Mein erstes Bastelbuch. Das haben wir doch aber schon. Okay, hier gibt es also scheinbar täglich wechselnde Angebote. Das ist mit der Schubkarre. Das hier könnte eine Heißluftfritteuse sein, Matze. Nee. Ein Wasserkühler. Da ist bestimmt der Kohlweißling drin, ne? In dem Clip. Die sind aber aufdringlich. Mag das immer nicht, wenn die Verkäufer angerannt kommen. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke, ich gucke erst mal. Okay. Wenn ich Ihnen helfen kann, sagen Sie einfach Bescheid. Profijäger. Eher nicht. Jetzt wird auch immer kecker. Ihr ärgert mich immer so sehr. Ich gebe mir jedenfalls immer viel Mühe. Meistens. Wir essen bis nachher. Jo, ist ja auch bald. Mach auch bald Futterpause. Echtes. Du hast gesagt, die Titel müssen Leute anlocken, macht man das auch wieder falsch. Nee, stimmt schon. Ah, ja. Oh, da ist wieder. Nee, haben wir auch schon. Jedes Mal mache ich so, drücke da statt da. Geht echt besser so gefühlt. Ein Fichtenbock. Ja, mal schon. Weil sonst sagt er ja, oho, ein Fichtenbock. Oh, nein. Doch. Die bringen aber auch irgendwie nicht viel Kohle. Oh, hier wächst sie jetzt langsam. Ja. Ey. Jetzt. Plöpp. Plöpp. Ach, wir müssen so hart arbeiten und sammeln hier. Wir müssen heute nämlich die nächste Rate tilgen. Den gelben haben wir auch schon.
Jedes Mal drücke ich rechts statt links. Aber Erze waren irgendwie... Ah ne, doch, einlagern. Warte mal. Und zwar Tuchspender. Ach Gott, Küchenrolle. Gibt es eigentlich auch richtige Möbel, wo man dann Küchenspender, aber auf dem Boden ist ja eigentlich ziemlich blöde jetzt. So Sachen. Was ist denn die Nasenschrecke immer noch da? Also die Köderdinger, die hier mal nehme ich mal auf. Irgendwann brauchen wir Teppichmuscheln, dann finden wir nämlich keine. Alles schön ins Lager. Das kann man verkaufen, 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 verkaufen. So, sieht dahin, sieht aus. Am Samstag geht's auch gut. Tulpen sind schon wieder nach. Das geht, die gehen schneller scheinbar. Dieses am Strand, das Zeug bringt auch alles nicht viel Kohle. Abholen. Was der Sachen. Verschiedene Insekten. Nachtaktiv. Aktiv. 10.000 Meilen. So. Mein Gott, hier fliegt schon wieder alles Mögliche rum. Da machst du die Taschen gerade mal leer. Wenn du so willst, dann geht's nicht. War vorhin besser mit langsam anschleichen. Ja, und wer hatte vorhin geschrieben, die Bäume dauern echt 3 Tage, ja? Das ist schon heftig. Kann man noch 2 mit Eimer fangen? Gibt es eine Trophäe bestimmt? Ich sehe nichts. So, jetzt wüsste ich schon wieder gar nicht, was man jetzt noch Kreatives machen kann. Wir haben einen guten Inselbesuch, haben wir noch offen, aber... schon lange irgendwie nichts andersartiges mehr gefangen. Hm.
Naja. Egal. 6:30. Jetzt machen wir Schluss, Leute. Wie gesagt, war nur nachmittags Quickie. Tom hat noch was zu machen, zu basteln, mittags futtern und hier noch arbeitsmäßig wischen. Jetzt haben wir den Laden und haben fette Lecks bei Wolf. Ja, das siehst du, da muss ich erst mal lesen. Tante Google fragen. Gute Nacht, Matze. Falsches Makro. Das ist ja jetzt noch ein anderer Schmetterling, ist den wir noch brauchen. Emote war hier. Nee, das war Gesprächen. Hihi. Ja. Nee. Danke fürs Mitmachen, für Bits, für Zugucken, fürs Modden, lieber Matze, fürs Helfen, fürs und überhaupt. Warte mal. Muss mal gucken. 8 Männchen haben wir nur. Wo gehen wir denn mit 8 Männchen hin? Kunchi Kitty ist da. Ah, wir können uns mal beim Consolero bedanken. Da können wir uns mal bedanken. Birdie ist zwar auch on. Aber Birdie ist oft on. Consolero passt gerade. Siehst du, wenn man nachmittags streamt, trifft man nämlich mal andere Leute. Da freue ich mich jetzt. Geht mal mit zum lieben Conso. Denkt dran, er hat uns den Hamsterkäfig geschenkt. Und ihr kriegt 250 Kanalpunkte. Wo Chefin ist da? Na, Matze, passt ja perfekt. Aber noch schnell mit zum Konsol raiden. Dass man die Liste nicht scrollen kann. Er zeigt immer nur die dicken 5 oben an. Das ist halt ein bisschen doof. So, alle mit rüber bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, einmal Hallo sagen, einmal Halbmännchen spammen, 5 Sekunden geht's rüber, 9 Viewer, alle dabei, supi. Danke euch und grüßt mir den lieben Konso. Ach nee, Junge, mach doch nicht sowas. Also ein Segen.